Hallo furchtbare Freunde, schön, dass ihr wieder auf diesem Kanal am Start seid und ich auch. Es war ja lange Zeit ganz ruhig geworden, aber manchmal muss man sich einfach auf andere Dinge fokussieren und das musste ich wohl. Vom Gefühl her war es einfach mal wieder soweit und deswegen gab es die kleine Pause. Jetzt bin ich wieder da und jetzt kommen auch wieder Videos erstmal und wir fangen an mit Magic the Gathering Arena Online, das ich im Moment ganz viel spiele. Auch ranked und ich bin im Moment auf Silber 2 gelandet. Brauchen noch ein anderes Deck hier. Nehmen wir wieder das. Und schauen wir mal. Oh, dann wollen wir sehen. Oh, der hat denselben Avatar wie ich. Alien PT. Und das sieht ganz gut aus. Soweit. Das sieht schon nicht schlecht aus. Wenn mehr Länder nachkommen, dann funktioniert das gut. So. Dann darf er anfangen, glaube ich. Ne? Hat Mulligan genommen. Ich spiele diese Insel und die Runenkrabbe. Damit bin ich fertig. Und dann spiele ich eine Runenkrabbe. Und eine Insel und Mille, 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 Mille. Mille, 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 Mille. Und keine Angriffe. No way. Brauchen wir nicht. Gut. Und er gibt auf. Zu viel Mille, Mille. Zu viel Mille. Hat er keinen Bock drauf. So. Wir machen noch eins, da kriege ich dann bestimmt voll auf den Kopf. Aber mal schauen. Für Silber 2 hat es zumindest gereicht, das ist jetzt nicht der Hammer. Aber wer weiß, also so ein Mill-Deck, wenn es so anfängt wie eben, dann ist das richtig cool. Aber mal gucken, wie es jetzt läuft. Gegen Perthet. Oder Perthet. Head of Perth. Ja, auch das. Ich hätte zwar lieber eine Ruinenkrabbe gehabt. Aber auch das ist nicht schlecht. In Runde 3 den Kraken zu bekommen ist auch ganz okay. Vielleicht kommt ja auch gleich noch eine Ruinenkrabbe. Sind ja immerhin 4 drin im Deck. Nein, da ist sie nicht. Dann. Was machen wir dann? Dann spiele ich erstmal noch eine Insel und dann spielen wir ihn hier. Er mildt 4 Karten. Oder sie. Und dann legen wir uns die auch gleich hin hier. Und greifen an. Und dann mildt er noch meine Karte. Ja, ohne Ruinenkrabbe. Das ist immer schwer. Eigentlich sollte ich immer Mulligans nehmen, bis eine Ruinenkrabbe kommt. Aber was nicht ist, ist nicht. Okay, jetzt. Was machen wir? Erst die Krake oder erst wegmachen. Das ist so die Frage. Erstmal die Krake. Die muss immer früh kommen. Und dann machen wir halt mal keine Angriffe. So. Der Rabe. So ein Rabe ist hässlich, ne? Raben finden wir nicht gut. Das mögen wir nicht. Automatisch bezahlen, ja. So. Dann legen wir eine. Dann legen wir eine Insel hin. Zack. Und dann machen wir ihm mal den Raben weg.
Der ist ein bisschen strong, finde ich. Und... greifen mit der Krake an. Geht auch durch. Wunderbar. Und da ist halt so die Frage, ne? Kommen da jetzt noch... okay. Üble Kiste. Aha. Die nehme ich ihm gleich aus dem Spiel. Das ist mir zu blöd. Automatisch zahlen. So. Dann spielen wir das gegen die Strömung. Und dann nehmen wir, geben wir den wieder auf die Hand. Dann ist auch unsere Krake wieder frei. Er hat keinen Bock mehr. Meine Güte, was ist mit den Leuten? Okay. Gucken wir mal. Das ging jetzt wieder so schnell. Ob wir doch noch eins hinkriegen. Oh, schön. Was habe ich? Okay. Die haben wir schon. Ja, schön. Eins noch. Ja. Mal gucken. Zwei Spiele ganz schnell aufgegeben. Black Hiko. Ne, da ist ein... Obwohl... Ah ja. Ne, wir behalten das mal. Da fehlt dann auch wieder die Ruinenkrabbe. Aber das ist auch so verlockend hier. Das zu spielen. So, dann fangen wir an mit einem Sumpf diesmal und spielen hier die Vollstreckerin der Diebesgilde. Okay, nice. Krass ist das geil. So, dann... Mille. Let there be Mille. Mille. Yes. Und alle greifen mal an. Und Mille. Bam. Alrighty. Das geht schon ab. Kann man nicht sagen. Er legt sich eine Karte dahin. Die er dann zieht. Oder auch nicht. Okay. Wir legen eine Insel hin. Und dann spielen wir den. Mille. Und die wird richtig stark. Und alle greifen an. Und Mille. Bam, bam. Oh, okay. Man sollte sich jetzt... okay, das ist glaube ich. Ja, zieht noch ein Land, danach eine Mauer und zwei Lebenspunkte, okay. Ich glaube, die Mauer fliegt nicht, ne? Ruinenkrabbe, schön. Dann ein Land rauslegen, schön. Er mild. Weiter zum Kampf. Könnte sogar die noch... Okay, erstmal greifen alle an. Mille. Dann schmeißen wir die noch hin. Mille. Heia. Ja, hat er keine Chance mehr. Eule. Hat er vielleicht doch noch eine Chance? Nein, hat er nicht. Oder? Na, mal gucken. Aber ich glaub's eigentlich nicht. Das nochmal Mille.
So, jetzt mal gucken. Wenn ich mit allen angreife, dann habe ich gewonnen. Ich kann auch nichts mehr machen. Alle greifen an. Das Spiel. Er hat kein Mana, kann ich ziehen. Bam, bam, bam. Wenn es so läuft, ne? Wenn es so läuft, dann ist es so krass. Ist es so krass. Und dann sind wir Silber 1. Baby. Richtig cool. So, wir gucken uns das nochmal an hier. Ich hatte ihm schon. Er hat noch 16 Karten im Deck gehabt. Das ist schon hart. Na, die hätte ich ihm so schnell noch weggeklatscht. Ja, schön. Okay, ich glaube, das soll reichen. Einmal locker flockig durch Silber 2 gerauscht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, wie weit ich komme. Aber das könnt ihr hier auf dem Kanal wahrscheinlich irgendwie auch mitverfolgen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt weiter auf der Hut. Und wir sehen uns, euer Kid Zero.